Was ist echter Wohlstand? Dieser Frage gehe ich in meinem neuen Buch nach. Vielen Menschen ist heute klar, dass das, was wir gemeinhin als Wohlstand bezeichnen, ein dickes Konto, ein großes Auto, ein hoher Status, materielle Sicherheit, nicht die ganze Geschichte sein kann. Aufgrund von meiner Kindheit auf drei Kontinenten in sehr unterschiedlichen Kulturen und auch in sehr unterschiedlichen sozioökonomischen Kontexten habe ich mich sehr früh mit dieser Frage befasst. In meinem Buch schlage ich eine neue Definition von Wohlstand vor, die sich in fünf Dimensionen zusammenfassen lässt. Die erste Dimension ist die Dimension von Zeitwohlstand. Zeitwohlstand bedeutet nicht nur viel Zeit zu haben. Wir alle haben Zeit. Zeit ist Leben. Zeitwohlstand bedeutet, mit dem Phänomen Zeit im Einklang zu leben, es ohne Hast und ohne Überdruss zu erleben. In unserer Gesellschaft ist es so normal, keine Zeit zu haben, auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht. Es gehört schon fast zum guten Ton. Wer Zeit hat, ist anscheinend nicht wichtig. Wer wichtig ist, hat wahnsinnig viel zu tun. Zugleich haben wir unglaublich viele Zeitvertreibe. Also wir haben nicht nur einen Mangel an Zeit auf der einen Seite, sondern auch einen Überdruss. Und beides zeugt von einem tiefen Unfrieden mit dem Phänomen Zeit. Zeitwohlstand bedeutet auch zu wissen, dass alles zu seiner Zeit geschieht und dass jeder Moment eine ganz eigene Zeitqualität hat. Und wenn wir beginnen, mit dieser Zeitqualität im Einklang zu leben und zu handeln, dann hören wir auf, gegen den jeweiligen Moment anzukämpfen. Und die Dinge beginnen uns leicht von der Hand zu gehen. Und alles bekommt wieder seine natürliche Ordnung und seinen natürlichen Fluss. Das war Zeitwohlstand. Die zweite Dimension von echtem Wohlstand, die ich in meinem Buch beschreibe, ist Beziehungswohlstand. Beziehungswohlstand bedeutet natürlich nicht, möglichst viele Facebook-Freunde zu haben oder viele Follower auf Instagram. Oder ein gut ausgebautes soziales Netzwerk zu haben, wo wir bei Bedarf unser Vitamin B spielen lassen können. Beziehungswohlstand bedeutet, eingebettet zu sein in ein Netzwerk von Beziehungen, die uns Halt geben, die uns tragen. Es bedeutet, dass wir Menschen in unserem Leben haben, wo wir wissen, auf die kann ich mich verlassen. Die sind für mich da. Und dass wir selbst auch für andere Menschen wirklich da sind, verbindlich da sind. Wir sehnen uns nach Verbindung und wir scheuen Verbindlichkeiten. Aber beides gehört zusammen. Unser ständiges Streben nach Unabhängigkeit und Freiheit hat uns blind gemacht für unsere essentiellen sozialen Bedürfnisse. Wir brauchen einander. Wir sind soziale Wesen. Beziehungswohlstand hat aber noch einen weiteren Aspekt. Und das ist die Frage, bei wem kannst du im übertragenen Sinne nackt sein? Wo kannst du einfach du selbst sein? Wo musst du nicht so tun, als wärst du intelligenter, schöner, gebildeter, gewaltfreier, spiritueller, bewusster, ökologischer, erfolgreicher oder was auch immer, als du es eigentlich bist. Für viele Menschen lautet die Antwort auf diese Frage heutzutage leider, wenn ich alleine bin. Wenn ich alleine bin, kann ich nackt sein. Wenn ich alleine bin, kann ich ganz ich selbst sein. Und viele Menschen finden deshalb Kontakt mit anderen zunehmend anstrengend, weil wir immer uns anstrengen müssen, irgendwie toller zu sein, als wir sind. Und zugleich haben wir ein
ganz tiefes Bedürfnis, einfach wir selbst sein zu können, einer großen Selbstverständlichkeit und zu wissen, dass das okay ist. Wir sind heute in der sehr privilegierten Situation, dass wir unsere Beziehungen sehr frei wählen können. Viel freier als je eine Generation vor uns. Der Schatten dieser Freiheit ist, dass wir alle dieser Optionalität auch unterworfen sind. Das bedeutet, dass wir selbst ständig Gefahr laufen, von irgendjemandem aussortiert zu werden. Und dadurch entsteht dieser enorme Druck, uns irgendwie beliebt zu machen, gut genug zu sein für Beziehung, was ja so ein essentielles Bedürfnis ist. Der dritte Aspekt von echtem Wohlstand, den ich in meinem Buch skizziere, ist Kreativitätswohlstand. Da geht es natürlich zum einen darum, wie drücke ich mich kreativ aus? Wo bin ich schöpferisch? Und das kann sich darin äußern, dass ich musiziere oder male oder bildhauere oder töpfere oder tanze. So die klassischen künstlerischen Ausdrucksweisen, an die man vielleicht als erstes denkt. Es geht aber noch viel weiter. Es geht auch darum, wie gehe ich meiner Arbeit nach? Wie verrichte ich die einfachen Tätigkeiten des Alltags, die Hausarbeit, bei mir auch die Feldarbeit? Das alles sind oder können Ausdrucksformen von Kreativitätswohlstand sein. Wie gestalten wir Arbeitsplätze? In einer Wohlstandsgesellschaft, in einer echten Wohlstandsgesellschaft, würden wir dafür sorgen, dass wir möglichst viele Arbeitsplätze erschaffen und dass die möglichst viel Spaß machen, freudvoll sind, Menschen ermöglichen, ihr kreatives Potenzial zu leben. Und Kreativitätswohlstand bedeutet auch, immer wieder den eigenen Flow zu finden, immer wieder an dieser Kante zu surfen zwischen Unter- und Überforderung, wo eben Flow geschieht. Wo eine Aufgabe gerade schwierig genug ist, um interessant zu sein und wir selber das immer wieder auch justieren können, damit wir eben in diesen Flow-Zustand kommen, wo wir als Menschen Glück erfahren, weil wir uns als schöpferisch erleben. Diese drei Aspekte von echtem Wohlstand, Zeitwohlstand, Beziehungswohlstand und Kreativitätswohlstand, die bilden eine Art magisches Dreieck, weil sie gehören zusammen. Wenn wir zum Beispiel einen großen Zeitüberdruss haben und ganz viel damit beschäftigt sind, uns die Zeit zu vertreiben, dann deutet das auf einen Mangel hin im Bereich Beziehungswohlstand und Kreativitätswohlstand. Also um mit der Zeit wirklich im Einklang leben zu können, brauchen wir auch einen Wohlstand in den anderen beiden Bereichen. Fehlen noch zwei Dimensionen von echtem Wohlstand. Die vierte Dimension ist der spirituelle Wohlstand. Und der spirituelle Wohlstand ist einfach das Bewusstsein, dass alles mit allem verbunden ist und dass das Leben heilig ist. Und dass dieses heilige Mysterium des Lebens ein wunderbares Geheimnis ist, das wir niemals ganz ergründen oder verstehen können. Aber wir können es leben und wir können es würdigen. Wir können es würdigen durch einen achtsamen Umgang damit. Wir können es würdigen, indem wir immer wieder darauf lauschen und im Einklang damit handeln. Wir können es würdigen durch unseren Sinn für Schönheit. Wir können es würdigen durch Weisheit und Liebe. Das alles sind Ausdrucksformen von spirituellem Wohlstand. Und ein Leben, das spirituell reich ist, ist durchdrungen von diesem Bewusstsein um die Verbundenheit von allem Leben und die Heiligkeit von allem Leben. Und das ist etwas sehr Alltägliches. Ja, Heiligkeit und Spiritualität, das sind sehr, sehr belastete Begriffe in unserem Kulturkreis, weil sie so viel zweckentfremdet wurden. Und eigentlich ist es etwas sehr Einfaches und Alltägliches und etwas, das idealerweise jede Handlung unseres Alltags durchdringt.
Die letzte und fünfte Dimension von echtem Wohlstand ist der ökologische Wohlstand. Wie bei den anderen Dimensionen auch, geht es hier um Verbindung. Und zwar um Verbindung mit anderen Spezies, Verbindung mit den Ökosystemen dieses Planeten, von denen wir ein Teil sind. Und es geht um die Fähigkeit, tragfähige, sich gegenseitig nährende und erhaltende Beziehungen mit diesen anderen Spezies, mit den Ökosystemen, die uns tragen, einzugehen. Es bedeutet, dass wir ein Bewusstsein von uns selbst entwickeln als ein Teil des Ganzen. Ein Teil, der empfängt und ein Teil, der gibt. Das bedeutet, dass ökologischer Wohlstand sehr viel mit Bewusstsein zu tun hat. Ein Bewusstsein, das den meisten Menschen in unserem Kulturkreis heute fehlt. Nämlich das Bewusstsein um unsere Verbundenheit und wechselseitige Abhängigkeit. Und so wie wir das ins Bewusstsein rufen, können wir beginnen, diese Verbindungen wieder zu heilen. Weil in unserer jetzigen Lebensweise sind diese Verbindungen zutiefst verwundet. Wir haben sie missachtet und missbraucht. Wir können das sehr konkret sehen, wenn wir die Nahrungsmittelproduktion anschauen, wo unsere Nahrungsmittel herkommen, die Art und Weise, wie Nahrungsmittel heute produziert werden, sowohl was die Massentierhaltung betrifft, als auch was die Landwirtschaft betrifft, ist ein Gewaltakt. Es ist eine Form von, Vandana Shiva nennt das eine Form von Kriegsführung gegen das Leben. Die Chemikalien, die verwendet werden beim Anbau von vielen Lebensmitteln beispielsweise, wurden ursprünglich als chemische Waffen im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Das ist etwas, was wenige Menschen wissen. Und wir sind mit einer Kriegsmentalität unterwegs. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen Beispielen. Wir können jedes Kleidungsstück auch hernehmen und schauen, wo kommen die Rohstoffe her, wer hat das genäht. Überall, wo wir hingreifen in unserer Umgebung, sehen wir unglaublich schmerzhafte Verbindungen. Und ökologischer Wohlstand bedeutet, dass wir diese Verbindungen wieder heilen, eine nach der anderen, mit Liebe und Geduld, sodass wir selber uns wieder erleben können als verbunden, eingebunden und getragen. Und das stillt ein tiefes Bedürfnis in uns als Teil dieser Ökosysteme. Das sind die fünf Dimensionen von echtem Wohlstand, die ich in meinem neuen Buch skizziere: Zeitwohlstand, Beziehungswohlstand, Kreativitätswohlstand, spiritueller Wohlstand und ökologischer Wohlstand. Und natürlich sind diese fünf Dimensionen ganz eng miteinander verknüpft und verwoben, sodass es nur begrenzt Sinn macht, sie isoliert voneinander zu betrachten. Wenn wir diese fünf Dimensionen betrachten, dann sehen wir auch, dass diese Form von Wohlstand nicht gehortet werden kann. Sie hat nichts mit Besitz zu tun. Wir können sie nicht ansammeln. Alles, was wir tun können, ist, sie zu kultivieren. Wie ein Garten, den wir anpflanzen und pflegen und der oft viele Jahre braucht, bis er wirklich blüht und gedeiht und reiche Früchte trägt. Und genauso verhält es sich mit echtem Wohlstand. Mein Buch ist eine Einladung an uns alle, uns neu auszurichten, der Sehnsucht in unserem Herzen zu folgen und ein Leben zu kreieren, das wirklich gut ist, das reich ist an Zeit, an Beziehungen, an Kreativität, an Sinn durch die Verbindung mit dem Mysterium, das das Leben ist.
und auch an Verbindungen mit den Spezies, die mit uns auf diesem wunderbaren Planeten leben. Und so ein reiches Leben wünsche ich dir und uns allen.